Mein größtes Geheimnis ist, dass ich meine letzte Beziehung nicht wirklich geliebt habe. Trotzdem hat sie fast 3 Jahre gehalten. Ja, ich weiß nicht, warum man dann mit jemandem zusammen ist. Manchmal findet man, hey, es ist so bequem, es ist so schön. Und man denkt dabei gar nicht, wie man sich eigentlich selber anlügt. Und wie unfair das eigentlich ist der anderen Person gegenüber. So nur zum Spass und so kannst du ja sonst irgendwie vertun. Für das musst du nicht irgendwie jemanden ausnutzen. Ich muss ehrlich auch sagen, bin ich froh, dass ich da von der letzten Beziehung, nicht von der Beziehung, die mir jetzt da ist. Das heisst, sie hat ein Ende gefunden. Mein grösstes Geheimnis ist, dass ich froh über den Tod meines Vaters bin. Ich muss jetzt endlich keine Angst mehr haben, ihn zu enttäuschen. Hart. Das ist aber krass. Das ist wirklich krass. Es ist sehr schade. Also einerseits, dass der Vater gestorben ist, und andererseits, dass man so einen Leistungsdruck durch die Eltern erfährt, dass man sich dann selber nicht mehr wohlfühlt, weil das Elternhaus sollte eigentlich ein Ort sein, wo man sich am sichersten fühlt und am geborgensten. Ich ritze mich. Doch niemand soll es wissen. Ja, das ist etwas, wo ich glaube, mega viel macht. Und klar, es ist immer ein Hilfeschrei, vielleicht schon auch, ja. Ja, das ist ein Dilemma. Also Ritzen ist ja auch heute immer noch ein Tabuthema und man wird verurteilt, wenn man sich ritzt, anstatt dass man Hilfe angeboten bekommt. Und darum kann ich es verstehen, wenn sich jemand da das im Geheimen machen will und sich nicht traut, um jemanden zu kontaktieren oder mit jemandem darüber zu reden. Aber da wäre eigentlich wichtig, dass man sich jemandem öffnen kann und dann die Probleme, die man hat, kann ansprechen, weil sonst ja, wird es nur immer schlimmer. Ja, ich weiß jetzt nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist ein Thema, das mir immer schon recht nahe gegangen ist, weil ich es halt recht krass finde, dass es ein Mensch, der so viel Schmerz hat, emotional, dass es ihn dazu bringt, sich zu verletzen, damit es ihm besser geht. Das ist für mich mega, es übersteigt so jede Vorstellungskraft und es geht mir wirklich nahe, wenn ich das von jemandem mitbekomme. Trotzdem gibt es viele Leute, die, wenn sie sehen, dass sich jemand geritzt hat, denen sich nicht getrauen, das anzusprechen. Und ja, vielleicht sollte man es eben trotzdem ansprechen. Ich leide seit Jahren an Depressionen und an einer Essstörung. Ich war schmerztablettenabhängig und habe Angst, wieder in alte Muster zurückzufallen. Niemand nimmt mich ernst und ich habe keine echten Freunde, die mir zuhören. Woran erkennt man echte Freunde? Ja. Hilfe annehmen, denke ich, das ist etwas vom Wichtigsten. Und können darüber reden. Und eine Plattform haben, um darüber zu reden. Ich wollte dir sagen, dass du wertvoll bist. Und ich wollte dir sagen, dass die Essstörungen und die Depressionen überhaupt keine Macht über dir haben, über dich haben. Du hast deine eigene Autorität und du hast Autorität über dich selber. Mein größtes Geheimnis ist, dass ich gerade schwanger bin und das Kind abtreibe. Wenn das für dich das Richtige ist, dann mach das. Also ich weiß nicht, ob ich es könnte. Aber ich denke, das muss für die Person richtig sein und das darf sie auch dann niemand über das urteilen. Weil ja, sie muss ja dann mit dem leben und das ist ihr Kind, das sie grossziehen muss. Man weiß ja auch nicht, was da für Umstände dahinter sind. Sie will es abtreiben, heisst das für mich. Aber sie hat es noch nicht. Also ist wahrscheinlich noch ein relativ grosser Zwist, ein innerer Kampf oder was auch immer. Ich bin gegen das Abtreiben, definitiv.
grundsätzlich, sage ich mal, und würde gerne so einer Person helfen. Also reden über schwierige Themen sehe ich als die einzige Möglichkeit, zum Ausweg zu finden. Es ist okay. Also, das ist dein Körper, das ist das, was du machst, das ist deine Zukunft, das ist dein Leben. Und wenn du nicht möchtest, dann möchtest du nicht. Das ist völlig okay.